Me. Oh. Break. Ich grüße euch, meine lieben Freaks und Maniacs, zu meiner 20. Ausgabe Amiibo Break. Das sind meine kurzen Mikro-Mini-Videos, in denen ich euch ein Amiibo zeige, so mal ich ihn neu habe. 20. Folge, Jubiläum. Und zum Jubiläum wird es die schnellste Folge Amiibo Break, die wir je gesehen haben. 3 Minuten 40 sind zu schlagen und deswegen will ich keine Zeit verlieren. Ich bin Why the Tie und ich habe nichts Besseres zu tun. Und heute geht es um Diddy Kong, dieser wunderschöne Amiibo. Warum habe ich den gekauft? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich Diddy Kong so toll finde? Nein. Vielleicht, weil ich das Spiel so toll finde, zu dem es gehört? Nein. Sondern, weil er nur 3 Euro gekostet hat. Das ist Diddy Kong. Wir schauen uns die Verpackung erst am Auspacktisch an. Und zwar jetzt gleich. Schumbu! Spaß! Natürlich haben wir überhaupt gar keine Zeit für den Auspacktisch. Das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite, das ist die Oberseite, das ist die Unterseite, das ist die Seite, das ist die andere Seite. So sieht die Verpackung aus. Wunderschön. Wie gesagt, 3 Euro im Angebot. 15 Euro hat es eigentlich gekostet. Wir packen das Ganze aus, aber vorher gucken wir hinten nochmal drauf. So funktionieren Amiibo. Wir haben das schon 1000 Mal gesehen. Insgesamt 19 Mal hier auf meinem Kanal. Hier drunter sehen wir, wozu das Ganze gehört. Mario Party 10 nämlich. Da kann man den Amiibo hauptsächlich einsetzen. Mario Party 10, das schlechteste Mario Party der ganzen Welt. Deswegen kostet dieser Amiibo auch nur 3 Euro und zwar ist er aus der Super Mario Brothers Collection. Diddy Kong, wir packen ihn aus. Boah, ist die Verpackung wunderschön! Das ist Diddy Kong. Er sitzt auf einem Fass ohne Schrift, hat diesen wunderschönen, eigentlich sehr, sehr hässliche, oder diese wunderschöne, eigentlich sehr, sehr hässliche Base, sitzt auf einem Fass völlig ohne Aufschrift, das Fass ist sehr, sehr hübsch, der Amiibo eigentlich nicht, das Fell ist, wie man hier vielleicht sieht, sehr, sehr glatt gehalten, er hat aber sein typisches rotes Shirt an, sein rotes, keine Ahnung, Axel-Shirt mit gelben Sternen drauf. Warum? Keine Ahnung, vielleicht ist er ein Mario-Fan, gelbe Sterne. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Dieses Gesicht hier sieht komisch aus, die Augen sind irgendwie so. Aber es ist Diddy Kong, der soll auch so ein bisschen goofy rüberkommen, deswegen auch die Arme über dem Kopf. So gehe ich zumindest mal davon aus. Diese Mütze hier ist so ziemlich das Schönste an diesem Amiibo. Da steht Nintendo drauf, deswegen ist sie wunderschön. Rot mit Nintendo. Er ist offensichtlich Nintendo-Fan. Macht Sinn, er ist von Nintendo gemacht worden. Also er ist Fan von sich selber, keine Ahnung. Ja, ist dieser Amiibo seine 3 Euro wert? Ja. Ist er 5 Euro wert? Ja. Ist er 10 Euro wert? Nein. Ist er 15 Euro wert? Nein. Ist er 25 Euro wert? Nein. Hat er 25 Euro gekostet? Nein, er hat 3 Euro gekostet. Deswegen freut mich, dass ich diesen Amiibo in meine Sammlung aufnehmen kann. Und ja, das ist alles sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, schnelle Amiibo-Break gefallen. So schnell kann es gehen. Ich habe einen neuen Amiibo in der Sammlung. 20. Jubiläumsfolge von meiner ersten Donkey Kong-Folge bis zur 20. Diddy Kong-Folge. Schaut auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr Dinge sehen wollt, die mit Nintendo zu tun haben. Unter anderem solche Unboxings und vieles, vieles mehr. Danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Hoffentlich spielt ihr kein Mario Party 10. Bis zum nächsten Video. Euer Why the Tie. Boost!